man natürlich unterschiedlich beantworten, weil zum einen mit queer auch eine Reihe von Identitäten oder gesellschaftlichen Minderheitengruppen bezeichnet ist, die halt aufgrund ihrer geschlechtlichen Identität oder sexuellen Orientierung diskriminiert werden. Zum anderen meint queer aber auch eine bestimmte politische Praxis, und zwar im Sinne eines Durchquerens und Durchkreuzens und Neuverknüpfens von politischen Identitäten. Und diese Bedeutung hat sich historisch ergeben. Also queer entstand ja vor allen Dingen Anfang der 90er Jahre, seit Ende der 80er Jahre aus dem AIDS-Aktivismus in den USA, in einer Zeit, in der verschiedene gesellschaftliche Gruppen, meist Randgruppen, besonders stark von der AIDS-Politik der damaligen US-Regierung betroffen waren. Also es betraf zum einen Homosexuelle, auch schwarze Menschen, Sexarbeiterinnen, Leute, die Drogen nehmen und Nadeln mit anderen Menschen tauschen. Und diese gesellschaftlichen Gruppen wurden aufgrund eines vermeintlich riskanten Verhaltens als stärker anfällig für eine HIV-Infektion betrachtet. Also die damalige Reagan-Regierung hat eigentlich lange Zeit gar nicht auf AIDS als gesellschaftliches Problem reagiert, sodass halt plötzlich sehr unterschiedliche Gruppen zusammenkamen, die halt vernachlässigt wurden mit ihren Folgeproblemen von HIV und AIDS und sogenannte Regenbogenkoalitionen gebildet haben. Und da wurde halt quasi der Begriff queer angeeignet für eine Form des Aktivismus, in der aber letztlich eine Form von Koalitionspolitiken entstanden sind. Dadurch wurden bisherige politische Identitäten durchkreuzt und unter dem Begriff queer neu zusammengeführt. Und diese Bedeutung von queer hat sich bis heute auch auf eine Weise gehalten, also was sich halt auch darin zeigt, dass wenn von queer die Rede ist, oft ganz unterschiedliche Lebenslagen oder Situationen von queeren Menschen zusammenkommen, Transmenschen, geflüchtete Queers. Also es geht nicht mehr um AIDS, aber es geht halt auch um eine Verknüpfungsperspektive. Ja, also ich habe ja schon den Aspekt der Koalitionspolitiken angesprochen. Und ich möchte mal ein aktuelles Beispiel herausheben, an dem ich finde, man kann das gut erklären. Und das ist die Black Lives Matter Bewegung. Ist ja oft auch medial so vermittelt worden, dass diese Bewegung von also schwarzen Feministinnen, von Frauen, von queeren Aktivistinnen angeführt wird. Und die machen das anhand einer Analyse, die aus dem schwarzen Feminismus kommt. Das ist eine Analyse, die davon ausgeht, dass wenn man die am stärksten marginalisiertesten Gruppen in den Mittelpunkt einer Analyse der Machtverhältnisse rückt, kann man daraus eine Form von Handeln finden, die für alle Verbesserungen schafft. Und ich hatte ja gesagt, dass queer auch eine Bedeutung hat eines Querens und Durchkreuzen von Identitäten. Und heute finde ich das besonders interessant, das könnte man vielleicht auch mit dem Begriff intersektional als einen Ansatz beschreiben, dass in Black Lives Matter es Projekte gibt, die eben genau versuchen, schwarze Politiken von den marginalisiertesten Positionen auszudenken, wie zum Beispiel von schwarzen Frauen oder schwarzen Queeren und Transpersonen. Interessant finde ich beispielsweise das Projekt Black Youth 100 oder auch die Theoretikerin Kathy Cohen, die viel zu queer als Allianzpolitik geschrieben hat. Die bezeichnet sozusagen queer als eine Form der Linse des Schauens aus der marginalisierten Position auf politische Identitäten zu schauen. Und das finde ich wichtig, gerade vor dem Hintergrund der derzeitigen Auseinandersetzung, wo halt viel Kritik an Identitätspolitiken gerade geäußert wird.
und auch eine Spaltung passiert zwischen Identitätspolitiken, die als nicht so wichtig abgetan werden, und vermeintlich universalen Politiken, die alle betreffen. Ich finde, wenn man queer als eine Linse benutzt und halt von den marginalisiertesten Positionen ausschaut, um politische Identitäten, wie was ist beispielsweise schwarze Subjekte, könnte man auch auf andere Felder übertragen, dass man dann zu einem viel komplexeren und integrativeren Verständnis von politischem Handeln kommen kann. Die Kämpfe um queere Lebensweisen sind sehr unterschiedliche. Einmal sind sie global sehr unterschiedlich. In manchen Ländern wird halt beispielsweise ja Homosexualität immer noch strafrechtlich verfolgt, oder es gibt auch die Todesstrafe darauf. Im globalen Norden sind bestimmte Rechte erreicht worden. Kämpfe, die ich aktuell wichtig finde, sind beispielsweise den Zugang zu einer adäquaten Gesundheitsversorgung für Transmenschen ohne Pathologisierung. Die andere Seite von Kämpfen, die ich definitiv benennen würde, sind die Angriffe auf alles, was nicht der heterosexuellen, heteronormativen Norm entspricht. Also halt Gender Gaga, Transgender Lobby, Gender Ideologie. Wir kennen diese Kampfbegriffe der Rechten, der globalen Rechten. Also wir können ja gucken von Brasilien über Polen, aber eben auch bis Deutschland. Hier wäre vielleicht zum einen zu nennen die AfD, die halt versucht, die heterosexuelle Kleinfamilie aus Vater, Mutter und möglichst mehreren Kindern als Keimzelle der Nation zu etablieren, verbunden mit gezielten Angriffen auf geschlechtliche Minderheiten. Und da braut sich einiges zusammen. Und gerade aus diesem Grund finde ich es noch gefährlicher, Identitätspolitiken als ein eigenes Politikfeld zu beschreiben, was nicht wichtig ist. Ich finde, auf dem Feld von Geschlechterpolitiken findet gerade eine große Auseinandersetzung statt, die im Zusammenhang mit einer Gesamtverschiebung steht.